Also erstmal haben wir wirklich tatsächlich ein enges Netzwerk. Wir sind oft mit Themen eng verbunden. Wir haben Bereiche Arbeitsplätze, aber auch Tourismus ist ein großer Bereich, der sowohl in Papenburg als auch in Westfalen eine große Rolle spielt und auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Und insofern sehe ich uns da auch durchaus immer gut aufgestellt, aber eben auch in der Bereitschaft, auf beiden Seiten dort eng zusammenzuarbeiten. Hochinteressant, zumal wir selber auch eine Gemeinde im Grün und so empfinden als Gemeinde im Grün. Und das würden wir ganz gern auch auf so einer, ja, ich sag mal, kleinen Gartenschau durchaus präsentieren wollen. Also insofern sind wir gerne dabei. Also ich glaube, dass die Menschen immer mehr in Deutschland Urlaub machen. Wir merken das ja auch an diesem Sommer 2018, wo also viele Menschen auch hier geblieben sind. Zum einen vielleicht aus Sicherheitsgründen, aber zum anderen vielleicht auch, dass es im Süden, in Spanien, Italien viel zu warm inzwischen wird und dass es einfach angenehm ist, in Deutschland Urlaub zu machen. Ich glaube, dass es eben so ist, dass man nicht nur an den Küsten Urlaub macht, sondern auch etwas im Binnenland. Und wir haben Möglichkeiten. Wir sind hochinteressant, auch als Fahrradgemeinde beispielsweise, mit Campingbereiche, mit Bädern beispielsweise. Also insofern haben wir da, glaube ich, noch großes Potenzial, was sich langsam entwickelt.